ist mir ansonsten einfach zu teuer. Aber ich habe damit auch angefangen, wenn ich im Supermarkt bin, halte ich auf jeden Fall die Augen auf und dann so, oh, das ist im Angebot, das probiere ich mal. Ja, ist schlimm, oder? Ja. Willkommen zurück zu Die letzte Schlacht der Elfen 6. Das Schicksal der Erde. Das Spiel hat begonnen und wir haben die Kinder von Farodin und Zephyr und von Gilbert und Alia kennengelernt. Genau. Und die haben ziemlich viel Mist gemacht. Was das für Mist war, werden wir nie erfahren. Aber jetzt ist irgendeine böse Frau hinter ihnen her. Ja. Die nicht an Gott und Satan glaubt. Wir hatten sehr viele politisch inkorrekte Sprüche im letzten Part. Ja, aber das passiert ab und zu mal. Wir haben auch ein paar Leute beleidigt, es tut uns leid. Nein, wir haben das alles nicht so persönlich gemeint, aber wir waren einfach gerade in Stimmung. Und richtig, also Leute, es ist wirklich... Ja. Was ist hier passiert? Unsere Kinder! Ich habe ein ungutes Gefühl. Das waren bestimmt die Kinder, die haben ihr Haus verlassen und haben erstmal abgefackelt. Erstmal ist abgefackelt, ne? Es ist was Neues da. Vielleicht kümmern sie sich erstmal um ihre Kinder, meint die Stadt brennt, ja? Was meinst du, Man? Eine neue Macht. Eine alte Macht. Der Parasit. Etwas Böses ist da. Übersteuerungsalarm. Ich fürchte, unsere Kinder sind... Nein, unsere Kinder sind tot. Das denke ich eher nicht. Vielleicht sollten wir endlich mal nachsehen. Die Stadt brennt. Ich hab's geschafft. Wer sagst den? Aber irgendwie ein falscher Ort. Meditronen, was hast du denn hier? Hey. Ich bin durchsichtig. Buh, Farodin. Buh. Seid ihr es wirklich? Ich muss mal hier Obacht geben, da ist gerade wieder eine Textbox übersprungen. Nein, das habe ich absichtlich getan. Ah, okay. Bist du dafür verantwortlich? Für was? Alia. Ja, bin ich... Und wie kommst du wieder unter den Lebenden? Wie kommst du unter den Lebenden? Naja, ich rubbel halt fest und passt das schon irgendwie. Eigentlich lebe ich gar nicht. Ich bin noch tot. Habe aber einen Trick geschafft, um als Geist hier rumzulaufen. Er hat halt seine Tricks. Vielleicht weißt du vielleicht, wer das gewesen war, ey? Ja. Yeah. Da habe ich keine Ahnung. Und wenn, wieso sollte ich euch helfen? Für mich springt ja eh nichts raus, weil ich tot bin. Das hast du ja auch verdient. Und wenn du uns nicht helfen willst, warum versuchst du hier als Geist rumzulungern? Ich suche mir einen, der mich wiederbelebt. Ach man, wie willst du das anstellen? Du bist tot, man. Und dich wiederbeleben macht keiner, weil es nicht geht, ey! Er wurde schon mehrfach wiederbelebt, Leute. Unter anderem von sich selbst. Weil er seine Tricks hatte. Ich wurde doch auch wiederbelebt. Wieso belebst du ihn nicht, Gilbert, mit deinem Wiederbelebungsspell? Warum sollten wir ihn wiederbeleben? Er ist der Erzbösewicht. Aber er hat doch gerade... Steve, du verstehst es nicht. Er hat gerade nett und höflich darum gebeten, dass wir ihn doch vielleicht einmal wiederbeleben könnten. Und das kann Zephyr einfach nicht ausschlagen. Er hat aber die Elfen abgeschlachtet im ersten und im zweiten Teil. Ja, aber Zephyr ist einfach nur eine durch und durch gute Person. Sie würde jeden Erzfeind immer und immer wiederbeleben und magische Bohnen geben. Bist du bescheuert, man? Der hat doch eh nur Unsinn im Kopf, ey! Es ist schlimm, wenn Alex der Cleverste in der Gruppe ist. Ja, das sagt echt einiges aus. Ja, yeah, ich weiß. Ich bin ja der Bösewicht. Na gut, wenn du so meinst, Gilbert... Dann sag mir, warum du mich geschont hast. Was meinst du, ey? Na, als ihr mich besiegt habt. Wisst ihr noch? Nein, das mussten wir erst. Das musste erst in einem Flashback erklären. Ich will nochmal betonen, dass die Stadt brennt und sie eigentlich ihre Kinder retten sollten. Stattdessen halten sie sich lieber hieran auf. Uha, seid ihr stark? Ich habe noch nie gegen einen Priester gekämpft. Dennoch kann ich sagen, dass ihr sehr stark seid, auch wenn der Priester euch schwächer gemacht hat. Ja, man, ich weiß, deswegen bin ich auch Priester, ey, aber allein sind wir schwach, man, und du hast verloren, ey.
Und für dich, Willi-Trudet, ist dein Leben zu Ende. Du hast viel zu viel Chaos gemacht. Ich will aber nicht sterben. Ich habe alles umsonst gemacht und gelernt, wie sinnlos doch letztendlich alles war. Ja, da levelt man zuerst bis Level 99, studiert deswegen extra und dann stirbt man doch. Ja, genau, so läuft das auch im echten Leben, ne? Wozu überhaupt die HCs machen, ist schon richtig, ne? Ja, einfach immer schön kassieren, irgendwann ist man eh tot und... Genau, die leveln gar nicht erst so hoch, ja? Ja, eben. Sag wozu? Also die leveln nur bei World of Warcraft, genau. Genau. Wir sind so politisch inkorrekt in diesem Let's Play, kann das sein? Ich glaub, das ist völlig egal, das ist letzte Schlacht der Elfen, wer das bis hierhin geguckt hat. Das... Wie gesagt, das Let's Play macht das halt möglich. Wir spielen ja kein seriöses Spiel. Also ja, von daher, und wenn hier irgendwelche Hater auftauchen, bitte. Ja. Die machen ja sowieso nichts, außer uns weiter zu pushen. Wegen dir hat alles angefangen. Alles. Du warst derjenige, der damals die Welt beherrschen wollte. Ich finde, jetzt müssen wir davon den Flashback bekommen, im Flashback. Das wäre echt cool, aber so weit denkt Anku es leider nicht. Das wäre ja schon fast wieder Inception-Style. Ja. Sephia, für dich hatte ich doch immer ein gutes Herz. Ich frage mich immer, wenn nützt die Weltherrschaft, wenn sowieso alles für'n Arsch ist? Genialer Spruch, kann man nicht oft genug wiederholen, ja. Ja, es geht einfach gut. Hey, mit Satan, das wusste ich nicht. Ich habe doch schon alles in der Unterwelt beherrscht. Dann auf einmal kommt der Junge. Von euch kann man sowieso keinen Traum, man. Wir Priester sind dafür, sowas wie dich zu besiegen, ey. Hat ja prima geklappt. Ich bin nun der Verlierer und werde sterben. Auf ewig in der Verdammnis. Dein Mittag kannst du dir sparen, ey. Uns beeindruckst du damit nicht, man. Willi Trolit, alias Dunkelelf, alias Asker. Heute ist der Tag, an dem du für immer stirbst. Nie mehr heiße Nächte. Kein Farodin ärgern mehr, kein Alian baggern mehr, gar nichts mehr. Lässt mich noch was sagen. Aha, und was? Sagt Alia, dass man, was sollen wir sagen, man? Dass ich sie für immer lieben werde. Ich hatte sie immer geliebt. Liebe, du kannst wirklich lieben? Ja, und ich hasse Edwin. Dieser verdammte Mensch hat mir immer alles versaut. Doch nun bin ich froh, ihren Körper gespürt zu haben. Warum den Mensch nicht zu, ey? Warum zögerst du, ey? Ich. Merkst du nicht, dass das einer seiner Tricks sind? Mann, jetzt töte ihn! Jetzt! Okay, du hast recht. Schlecht. So. Oh. Dieser Flashback schmerzt. Genau in mein Herz. Das hier ist für alles, was du den anderen Menschen angetan hast. Aber die Elfen sind völlig egal. Ja, Lia, ich werde dich immer lieben. Wo vor allem auch die totale Liebe herkommt gegenüber Alia, ja? Naja, weil das war eben seine Entjungferung, ne? Denke auch. Ich meine, immerhin war schon über 300 Jahre alt, und hat ihn doch endlich mal eine rangelassen. Ist er tot? Aber das nur, weil sie Edwin wieder haben. Das war so dumm, dieser Plot-Twist. Das ist, also wirklich, das ist echt krass. Ich meine, ich bin jemand, der Soaps geschaut hat, wie GZSZ und so weiter. Das ist dann nie passiert, sowas krasses. Ja, und da ja, die haben einfach nur schlechte Writer. Die bräuchten einen Crew aus dem Team. Ja, also, oh Mann, ey. Tast du sein Herz ab, ey, wir müssen sicher gehen, ey. Okay, ey, das ist so dumm. Ich stell mir gerade vor, wenn jemand geköpft ist, aber guck aufs Herz. Langer Wait-Befehl ist lang oder ist das Spiel wieder raus?
Jetzt, hier gibt es einen sehr langen Weltbefehl. Im Original wurde das Herz dann immer schwächer. Es ist erloschen. Ja, man, jetzt ist der Tod. Ey, von nun an kann er nichts mehr machen, man. Was ist das, ey? Keine Ahnung. Wie, da ging ja selbst Dragon Ball Flashback kurz. Und ich dachte, dass mein Dragon Ball Flashback erzählt dann wirklich einfach alles, was passiert ist. Was ist das? Das ist seine Seele, man. Von nun an wird er auf ewige Zeit gekält. Nein, das stand beim letzten Mal gekeult. Dieser Rechtschreibfehler ist neu. Ich finde das traurig, dass er jetzt auf einmal in dieser Witz verloren geht. Ich glaube, der war immer so böse, weil er ja Alia geliebt hat. Oder noch immer. Kannst du nichts mehr für ihn machen, Gilbert? Sodass er nicht mehr leiden muss? Bist du bescheuert? Ey, das ist Brutböses! Ich finde das auch so, er soll nichts leiden, denn die Liebe kann so viel aus einem machen. Okay, man, ich werde es machen, ey, ihr habt recht, ey. Man muss verzeihen können, auch wenn man es nicht kann, ey. Tretet einen Schritt zurück, man! Das war wirklich so ein alter Machtdialog. Okay, gekeulte Seele, ey! Machen wir aus dir eine gute Seele. Gekeult ist so geil, das Wort. Also ich muss sagen, gekeult ist wirklich super. Das ist ein echt cooles Wort. Einfach. Eine gekeulte Seele nehme ich. Es ist vollbracht, ey. Wir sollten nun weitergehen in den Turm, ey. Tja. So war das vor 8 Jahren. Ich habe es gemacht wegen meinem Freund, ey. Und weil wir dir verzeihen könnten, man. Also, dann seid ihr doch meine Freunde. Seit wann ist er, jetzt ist er so ein Freund von uns, ja, deswegen, okay. Es war einfach nur ziemlich einfache Überredungskunst, ne? Ja, sind nämlich an Thoran gegenüber kein. Ich denke, wir sollten ihm vertrauen. Er kann uns ja helfen, wenn wir ihn beleben. Das ist wirklich wie bei Thoran. Aber Kai, dem können wir vertrauen. Okay. Sollten ihn nicht mitnehmen. Oh, man! Ja, belebt mich und ich werde euch helfen. Ich finde das keine gute Idee. Wie können wir einen vertrauen, der sein Leben lang so mies war wie er? Alia, du bist nicht besser. Alia, sei du mal ganz leise. Wer war es den, der mit Edwin Armeifen zu Tode gefoltert hat? Wer war es, der Farodin und Zephyr umgebracht hat? Wer hat mit Edwin so hässlich geflirtet, weil du ihn unbedingt haben wolltest? Du warst es. Halt dein... Na, Farodin und Zephyr, ihr könnt es doch bestätigen. Oder habt ihr es schon vergessen? Flashback? Ja, natürlich muss da noch ein Flashback kommen. Und diesmal ist es, meine diesmal Frage. Ist es kein optionaler Flashback. Oh Gott. Was? König Fanstick? Den gab's vorher noch nicht. Das soll der König aus dem ersten Teil sein. Nein, der sah ganz anders aus und er hatte auch einen anderen Namen. Ja, das Problem ist... Aber der kommt auf jeden Fall bei dir. Im Original hat er gar keinen Namen gehabt. Jetzt erfährt man eigentlich den richtigen Namen. Von ihm. Ach so, das ist ja Version 1.0, wurde ja nie überarbeitet. Ne. Ihr habt es geschafft. Meh. Super. Also erstmal, warum hat Farodin über dieses komische Facehead? Zweitens, warum blascht er? Oh yeah, wir sind wohl auch. Bei uns nicht. Fast alle Elfen sind getötet worden. Was? Wie viele gibt es noch? Ich schätze, es gibt nicht mehr als 100 Stück in ganz Sirulan. Alle Elfen sterben aus. Die Menschen nehmen die Macht. Hat sie das wirklich so gesagt? Was ist mit mir? Und die Halbdämonen. Was? Das müsste genau andersrum sein. Edwin ist kein Halbdämon. Edwin ist ein ganz normaler Mensch. Ja, sie ist ein Halbdämon. Dann ist gut. Ich
glaube, es muss wirklich genau andersrum sein. Ja. Was wollt ihr? Euch töten. Damit kein Elflein mehr am Leben bleibt. Das wagt ihr nicht. Doch, doch, mein Lieber. Parodin, was hast du für Gefährten? Sie waren nett und hilfsbereit. Aber das hat sich geändert. Das Lustige ist, im Original ist es nämlich so gewesen, dass jetzt ganz plötzlich auf einmal Edwin böse ist. In der überarbeiteten Version wurde es ja immer wieder mal angedeutet, dass der König ja schon vorher gestorben, ne? Ja. Aber in der Originalversion war es tatsächlich so bescheuert. Ich kenne leider nur die überarbeitete Version, es tut mir leid. Aber natürlich sah der Thron da anders aus. Das ist einfach nur eine Kammer. Das war einfach nur so, oh mein Gott, diese Sequenz muss ich noch einbauen, ich muss schnell noch einen Raum mappen. Ja. Wenn ihr mich töten wollt, dann wirst du kämpfen müssen. Nichts lieber als das. Edwin, du wirst gegen mich auch kämpfen müssen. Nichts lieber als das. Macht mir doch nichts aus. Alia hilft mir sicher. Das werde ich gewiss. Parodin, weicht beiseite oder wir werden dich vernichten. Träumt weiter, Edwin und Alia. Von mir aus kannst losgehen. Hier beginnt ein Fehler. Wir begehen keinen Fehler, sondern wir beginnen Fehler. Fehler machen wir gerne. Edwin und Ali, ihr habt es so gewollt. Ja. Das ist die obere Auswahl, mach mal die obere. Nochmal alles von vorne. Das ist ja super episch. Warum hat er das noch drin? Warum hat er diese Option überhaupt drin? Das ist. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das auch noch nie gesehen. Wollt ihr den Dialog noch einmal komplett ablaufen lassen, falls ihr den Inhalt nicht ganz verstanden habt? Oh Mann, ey. Es ist weiter. Ich hatte jetzt schon gedacht, es kommt einfach ein Gamebreaker. Ich hätte es mir schon zugetraut. Ja. Ich freue mich schon, euch auf den Boden zu sehen. Habe ich nicht gesagt, Parodin, selbst 3 Elfchen hatten keine Chance gegen den Besten. Und die Beste. Ja. Ihr Elfen seid zu nichts in der Lage. Wir werden jetzt über dieses Land herrschen. Verstanden. Ihr wagt es doch etwa nicht. Oh doch, wir wagen es. Nimm das. Und du, Farudin? Das werdet ihr bereuen. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Und Zephia, du auch. Nein, sie wurden nicht geköpft. Sie wurden dann nach Tieren zum Fraß vorgeworfen. Nein, das ist im zweiten Teil. Ach so, okay. Ah. Muah. Wir werden die besten Herrscher der Welt, nicht wahr, Süße? Jo, Süße. Du hast süßer zu mir gesagt. Ja, nimm mich. Oh. Nein, das stimmt nicht. Sie hat tatsächlich süßer gesagt. Ja, Alia, aber direkt jetzt hier auf diesem blutigen Teppich. Oh, ja, liebe mich. Ich liebe dich, Süße. Und was machen wir jetzt? Naja, ich werde dich ausziehen und du ziehst nein. Wir werden lieber Elfen foltern. Das macht mich viel heißer als du. Ihr Vorspiel. Ja, so war es doch, nicht wahr? Boah, ich weiß es im Übrigen, weil ich überall dabei war. Sie blutet jetzt, also sie blutet aus den Augen. Blut. Ja, weil sie ein Vampir ist, ne? Ja. Du bist so. Dann sie ist ein Tiefling, auch wenn sie sich am Ende für ihre menschliche Seite entschieden hat und dadurch eigentlich kein Tiefling mehr sein müsste, sondern ein ganz normaler Mensch, aber. Ist egal, ich meine, das Faceset war da kann man es ruhig nehmen, oder? Ja, Vampire Stone hat es ja bereitgestellt, deswegen muss man es nutzen. Nein, nicht ich. Du warst die Böse mit diesem Edwin. Ey, man, du Dunkelelf-Typ, ey, lass meine Frau in Ruhe, ey, sie hat dir nichts getan, ey. Wenn du wüsstest. Aber egal, das ist Vergangenheit. Alia und Edwin hat Zephia und Farodin 2-mal ermordet. Zweimal? Eigentlich nur einmal. Beim zweiten Mal, also Zephia zweimal. Ja. Und bei Farodin aber hat es ja nicht geschafft. Also war das nur ein versuchter Mord.
Also hat er ihn einmal umgebracht und einmal war es ein versuchter Mord. Willi Trolit, ist gut jetzt, verletzte Alia nicht so. Das tut mir halt so leid. Das weiß ich, Man, ich liebe dich, ey! Du liebst sie also. Ein schwerer Fehler. Das wirst du irgendwann merken. Dafür, dass er wiederbelebt werden will, ist schon echt... Jetzt wird er bestimmt nicht mehr wiederbelebt. Oder vielleicht doch? Halt deine Fresse, Man! Was willst du, ey? Es ist ein Priester. Ich will leben und euch helfen, ehrlich, ich schwöre es. Ist doch egal, nur weil er Priester ist, heißt es ja nicht, dass er nicht so reden darf, oder? Ernsthaft, Mann, wenn du ein Priester wärst, würde das dennoch nicht bedeuten, dass du dich niemals vergessen kannst. Ich meine, allgemein sollte ein Priester normalerweise anders dargestellt in einem Videospiel. Man merkt eigentlich nicht, dass er ein Priester ist, und merkt halt nur, dass er Alex ist. Ja, genau das, ja. Okay, ja. Man, Hilfe können wir gebrauchen. Weh, wir können dir nicht vertrauen, ey. Das könnt ihr. Ich bin doch ein lieber Elf, sonst wäre ich nicht im Himmel. Jetzt nutzt unser Vertrauen aus. Vor allem, sie rechnen ja auch schon damit, ja. Es ist. Ich leg los, Man. Von den Toten sollst du auferstehen und das Licht des Lebens soll dich erhellen, Man. Der Form ist ziemlich billig. Ich meine, er macht es genauso, wie wir es mal propagiert haben, ne? Einfach ein Wiederbelebungszauber und zack. Ja. Hier funktioniert es sogar. Ja. Wenn das nicht so dumm inszeniert wäre, könnte man ja sogar sagen, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Aber die Inszenierung dazu. Ich lebe wieder. Danke. Ich mache mich auf den Weg. Bis dann. Ebert, es war eine gute Idee, doch nun sollten wir weitergehen. Gehen wir zuerst in unser Haus. Tatsächlich werden wir das erst im nächsten Part von Die letzte Schlacht der Elfen 6 tun. Denn in diesem Part haben wir... Ja, was haben wir denn geschafft jetzt in dem Part? Wir sind irgendwie 5 Schritte gegangen und dann... Und haben Willi wiederbelebt. Genau, und haben Willi wiederbelebt. Und das hat ziemlich lange gedauert, denn es gab ja eine Menge Flashbacks, die auch allesamt nötig waren. Ja, absolut, absolut. Und es wird hoffentlich noch mehr Flashbacks geben hier in... Das Intro ist noch nicht vorbei. Das Intro ist noch nicht vorbei. Aber es wird trotzdem noch mehr Flashbacks geben hier in... Die letzte Schlacht der Elfen 6. Das Schicksal der Erde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.